Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eins meiner Laternenumzugs-Lieblingslieder. Das hat mir damals meine Schwägerin, die Birgit, nahegebracht, weil sie ist Kindergärtnerin und hat das damals in ihrem Kindergarten immer gespielt. Und diesen Song muss ich einfach jedes Jahr wieder ins Repertoire mit aufnehmen. Denn es handelt von zwei Kühen. Es gibt natürlich auch noch ein ganz besonderes Lieblingslied von mir. Das ist mein eigenes und das blende ich dir hier oben einfach mal ein. Sternenzwerge. Gibt das diverse Fassungen von. Letztlich übrigens hat ein Musikerfreund von mir, den habe ich einfach mal angeschrieben. Mittlerweile sind wir befreundet. Der Jürgen Fastje, den habe ich gebeten, ob er das nicht vielleicht auch covern möchte. Und ihm hat das so gut gefallen, dass er es tatsächlich sogar noch am selben Tag gemacht hat. Auch das blende ich dir hier oben nochmal ein. Übrigens, der Jürgen, der hat wirklich ganz tolle Kinderlieder, Herbstlieder, Laternenlieder am Start. Das müsst ihr euch auf jeden Fall einmal anschauen. Aber natürlich nicht vergessen, auch meine Videos zu gucken. Und wo wir schon dabei sind, wenn ihr sie guckt und sie gefallen euch, gebt doch gerne einen Daumen nach oben da. Aber ich möchte jetzt direkt mit euch starten und zwar mit dem Song Milli und Molly. Das handelt nämlich von zwei netten Kühen und die möchten natürlich gerne in der Herbstzeit Laterne laufen. Auf geht's. Eins, zwei, drei, vier. Milli und Molly, zwei nette Kühe, wollen mit Laterne gehen. Am Kindergarten wollen sie starten, so ein Laternenumzug ist doch wirklich schön. Und die Kühe wandern mit, einmal vor und dann zurück, und dann drehen sie sich im Kreis. Und die Kühe fangen dann einfach mal zu tanzen an, das macht Spaß, wie jeder weiß. Und die Kühe wandern mit, einmal vor und dann zurück, und dann drehen sie sich im Kreis. Und die Kühe fangen dann einfach mal zu tanzen an, das macht Spaß, wie jeder weiß. Milli und Molly, zwei nette Kühe, zünden die Laternen an. Man sieht schon Kinder, Eltern dahinter, unser Laternenumzug geht die Straße lang. Und die Kühe wandern mit, einmal vor und dann zurück, und dann drehen sie sich im Kreis. Und die Kühe fangen dann einfach mal zu tanzen an, das macht Spaß, wie jeder weiß. Und die Kühe wandern mit, einmal vor und dann zurück, und dann drehen sie sich im Kreis. Und die Kühe fangen dann einfach mal zu tanzen an, das macht Spaß, wie jeder weiß. Milli und Molly, zwei nette Kühe, sind nun schon ganz aufgeregt. Jetzt kann's beginnen, Kinder, die singen, mit den Laternen gehen wir jetzt unseren Weg. Und die Kühe wandern mit, einmal vor und dann zurück, und dann drehen sie sich im Kreis. Und die Kühe fangen dann einfach mal zu tanzen an, das macht Spaß, wie jeder weiß. Und die Kühe wandern mit, einmal vor und dann zurück, und dann drehen sie sich im Kreis. Und die Kühe fangen dann einfach mal zu tanzen an, das macht Spaß, wie jeder weiß. Ja, das macht Spaß, wie jeder weiß. Milli und Molly. Ja, eins wirklich meiner Lieblingslaternenlieder, weil ich finde das einfach so bezaubernd. Und man kann das natürlich auch schön aktiv gestalten, dass ihr Kindergärtnerinnen und Kindergärtner den Kindern das so ein bisschen vortanzt, dass man sich im Kreis dreht und vor und zurück geht. Das macht wirklich viel Spaß. Ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei euren Laternenumzügen, bei euren Laternenfesten und verbleibe mit musikalischen Grüßen. Bis bald. Tschüss, tschüss. Euer Michael.